der schon dort ist, wo wir einmal sein wollen, weil er ein Vorbild ist, also ein Bild vor unseren Augen, wie man leben kann und leben sollte, wenn man diese Ziele hat. Wie du einen Coach findest. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Heute sprechen wir darüber, wie ich meinen Coach gefunden habe und ich sage dir genau, wie du deinen finden kannst. Ich glaube, dass wir dann einen Coach suchen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen. Wenn wir so stark etwas ändern wollen, dass wir es einfach nicht mehr aushalten, so wie es jetzt ist. So wie es bei mir war, als ich mit 26 Jahren so stark verschuldet war. Ich wusste weder ein noch aus. Bin nachts wach geworden, bin ins Badezimmer gegangen, um meine Frau nicht zu wecken. Dann habe ich das Licht eingeschaltet, habe mich lange im Spiegel angeschaut und habe gesagt, Bodo Schäfer, wenn du so cool bist, warum bist du dann pleite? Und dann habe ich zu meinem Spiegelbild gesprochen. Und ich habe mir versprochen, diesem Spiegelbild, dass ich etwas verändere. Ich habe mich verpflichtet. Ich habe mir ein heiliges Versprechen gegeben. Und bis dahin hatte ich das Konzept eines Coaches noch gar nicht in meinem Kopf gehabt. Aber dann habe ich eine Sportschau gesehen, so im Fernsehen. Und da ist mir aufgefallen, dass jeder Spitzensportler einen Coach hat. Und im Grunde genommen ist es ja so, das ist es, was den Amateur vom Profi unterscheidet. Profis haben Coaches. Also habe ich mich aufgemacht und einen Coach gesucht. Denn ich wusste, alleine packe ich das nicht. Warum ist es so wichtig, von einem Coach zu lernen? Weil der schon dort ist, wo wir einmal sein wollen, weil er ein Vorbild ist, also ein Bild vor unseren Augen, wie man leben kann und leben sollte, wenn man diese Ziele hat. Und weil er das Gebiet kennt, in dem wir uns aufhalten wollen. Ich habe da eine ganze Zeit einen Coach gesucht, keinen gefunden. Ich hatte in der Versicherung gearbeitet und da habe ich einen Wettbewerb gewonnen, so einen Reisewettbewerb, und es war eine Reise in die Karibik. Und an einem Tag sind wir dann auf so eine einsame Insel gebracht worden. Luxuriöses Boot, einsame Insel, traumhafter weißer Strand. Da war auch ein Eisverkäufer, ich habe mir ein Eis gekauft, habe ich dann das Papier weggemacht und habe die Hülle von dem Eis einfach achtlos auf den Strand geworfen. Kannst du dir vorstellen, wie bekloppt ich war? Ich meine, das tut doch körperlich weh, kannst du doch nicht machen. Auf einem blütenweißen Strand so ein Abfallpapier werfen. Dann höre ich, als ich das so gemacht habe, am Anfang an meinem Eis zu knabbern, höre ich hinter mir so eine Stimme. Hey, versauen Sie hier nicht meinen Strand. Da habe ich mich gar nicht erst umgedreht und habe einfach so ganz arrogant über die Schulter geantwortet. Hey, ist ja wohl nicht Ihr Strand, der gehört ja wohl allen. Aber es war sein Strand. Es war auch seine Insel. Und dann sagte er mir, ich habe Sie jetzt eine ganze Zeit beobachtet. Interessiert Sie, was ich so von Ihnen halte, was ich so beobachtet habe? Da habe ich schon geahnt, das wird jetzt nicht wirklich gut. Aber ich habe Ja gesagt. Und was soll ich sagen? Ich habe die Abreibung meines Lebens bekommen. Der Typ hat mich echt genau beobachtet, hatte ich gar nicht gemerkt. Und dann hat er so eine halbe Stunde lang Punkt für Punkt dargelegt, was ich für ein Spinner war. Wie arrogant, wie oberflächlich, in Wahrheit wenig Selbstvertrauen. Boah. Und als er fertig war, habe ich ihn gefragt, würden Sie mich coachen? Und er fragte mich, warum soll ich das tun? Ich mag sie ja nicht mal. Und dann habe ich gesagt, ja genau darum. Da muss ich mich eben mehr anstrengen. Und ich habe gespürt, dass das einfach die Chance meines Lebens war. Und zum Glück hat er Ja gesagt. Und ich habe ihn nie enttäuscht. Ich sollte ihn jeden Morgen um 8.15 Uhr anrufen, pünktlich. Wenn ich einmal zu spät anrufen würde, wäre sofort unser Coaching-Verhältnis zu Ende. Und ich habe jeden Tag pünktlich angerufen, 6 Jahre lang, jeden Tag. Und ich sollte am Anfang 3-mal pro Woche von Köln nach Frankfurt fahren, um seinen Schulungen zuzuhören. Auch das habe ich gemacht. War das hart? Hey, das war sauhart. Glaub mir, der Typ war echt knallhart. Er ist aber gleichzeitig einer der liebenswertesten Menschen, die ich kenne. Knallhart, absolut konsequent, aber ein Riesenherz. Und das musste ich erst lernen, dass das eine gute Mischung ist. Und der Umgang mit ihm, der hat mir was ganz, ganz Wichtiges gezeigt. Reiche Menschen können gute Menschen sein. Das habe ich aufgrund meiner Erziehung damals für unmöglich gehalten. Da war man entweder reich und eine Sau oder man war arm und ein guter Mensch. Was für ein Quatsch! Das haben meine Eltern ja auch nicht böse gemeint. Auch die Kirche, die mir das beigebracht hat, hat es nicht böse gemeint, hoffe ich mal. Die haben das geglaubt. Aber
Die Glaubenssätze haben sich natürlich auf mich transportiert. Das heißt, ich habe sie irgendwie unwillkürlich aufgenommen. Und jetzt lernte ich meinen Coach kennen.